Meine Damen und Herren, heute halten wir die gemeinsame Klausursitzung von CDU und CSU, den jeweiligen Präsidien, ab. Wir haben uns das sehr bewusst vorgenommen, weil dieser Herbst ein Herbst der politischen Entscheidungen ist. Und wir glauben, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Unionsparteien, also die Christlich-Demokratische Union und die Christlich-Soziale Union, abgestimmt und gemeinsam diese Entscheidungen vorbereiten. Dazu dient die heutige Sitzung. Wir werden das Thema der Bundeswehr miteinander diskutieren. Sie wissen, dass der Bundesverteidigungsminister hier Vorschläge gemacht hat und dass wir uns vorgenommen haben, mit den Parteien sehr intensiv über das Thema der Sicherheitspolitik, die sicherheitspolitischen Anforderungen des 21. Jahrhunderts und die dazugehörige Wehrform auch ausführlich mit den Parteien zu sprechen. Auf den Parteitagen wird entschieden werden. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Präsidien gemeinsam eine Richtungsentscheidung auch vorgeben oder anregen, damit die Mitglieder unserer Parteien dann auch in der Lage sind, eine sachgerechte Entscheidung zu treffen. Wir werden uns natürlich auch mit den anderen aktuellen politischen Themen beschäftigen. Dazu gehört natürlich die Neuregelung der Hartz-IV-Sätze, die Frage der Teilhabe der Kinder, auch die Frage der Hinzuverdienstmöglichkeiten, genauso wie das Energiekonzept und gegebenenfalls auch die Gesundheitspolitik. Insofern wird die Zeit bis morgen Mittag sehr ausgefüllt sein. Ich denke, dass wir dies in einer sehr kameradschaftlichen, freundschaftlichen Atmosphäre tun werden, so wie wir das in den letzten Monaten auch getan haben. Und deshalb freue ich mich, dass die CSU heute bei uns zu Gast ist. Das nächste Mal bei der nächsten gemeinsamen Präsidiumssitzung freuen wir uns dann auf die Einladung aus dem Bayerischen Beritt. Meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute Abend und morgen diese gemeinsame Präsidiumssitzung durchführen, denn wir haben es in den nächsten Monaten mit einem riesigen Paket von Themen zu tun, Themen, die auch jedes für sich einzeln betrachtet von höchster Komplexität sind. Ich bin jetzt sehr lange in der Politik tätig, aber ich sagte gerade der Bundeskanzlerin, in der Wegstrecke von September bis zum Jahresende ist mir ein so anspruchsvolles und dichtes Arbeitsprogramm bisher noch nicht begegnet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns sowohl zwischen CDU und CSU, aber auch innerhalb der Koalition mit der FDP sorgfältig vor den Entscheidungen mit den Themen auseinandersetzen. Ich glaube, dass wir sehr gut in den letzten Wochen die Dinge vorbereitet, zum Teil schon entschieden haben, und das wird mit Sicherheit sich in den nächsten Wochen auch so fortsetzen. So ist es auch besprochen, in einer sehr kollegialen, kameradschaftlichen Art und Weise. Und deshalb glaube ich, dass wir jetzt heute und morgen einen guten Beitrag liefern werden als Unionsparteien für Deutschland und für unsere Anhängerschaft.